Hallo und willkommen zurück bei Starfield. Ja, heute machen wir endlich mal die Quest und werden hoffentlich diesen goldenen Teller los. Ich bin schon gespannt, wo es uns hinführt und was wir so erleben und ob das alles so klappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Meiner Meinung nach sollte das eine recht simple, schnelle, zügige Aufgabe sein, aber wir kennen ja Bethesda auch aus anderen Spielen. Das kann auch schon mal länger dauern. Wir nehmen jetzt mal kurz die New Atlantis Oldschool-Bahn, die hier noch recht mechanisch unterwegs ist. So. Da hinten geht's hin. Über dem Terra-Brew-Gebäude. Hast du überhaupt Waffen, die Combatech nicht baut? Wie ist es für diesen Typen aus Neon gelaufen? Den hat es kurz nach dem Start erwischt. Wumms, tot. Oh, das gibt's nicht. Dann hat er nichts verpasst. So, mir fällt was ein. Wir nehmen mal von Terra-Brew, nehmen wir mal so ein Cappuccino mit für die Donna da unten in der Haltestelle. Da gehen wir nachher mal vorbei. So. Vielleicht ist das ja mit ihr so eine Sache. Wir konnten jetzt zwei. Da ist er. Kurz vorbereiten. Wir konnten ja zweimal bei ihr jetzt schon was abgeben und dann hat sie uns was gegeben und mal schauen, ob das nochmal klappt. Guten Tag, der Herr. Kann ich dir irgendwie behilflich sein? Oh ja, George St. George. Es gibt so viel zu sehen, so viel zu lernen. Ist das Leben nicht wunderbar? Oh ja, was machst du? Ich? Oh, gar nichts weiter, wenn ich ehrlich bin. Jedenfalls nicht mehr. Und das ist auch gut so. Ja! Ich widme mich jetzt ganz der Sammlung von Artefakten von der Erde. Sie alle haben eine Geschichte. Sogar ganz alltägliche Löffel und Gabel. Oh Mann. Die meisten lachen, wenn sie sehen, dass ich Erdzeitlöffel sammle. Nein. Aber sie ist so. Löffel haben die Geschichte verändert. Kannst du dir ein Leben ohne Löffel vorstellen? Nee. Das ist das, was ich früher als erstes denke, wenn ich aufstehe. Ich denke, mein Gott, Gott sei Dank gibt's Löffel. Da haben wir so ein Glück gehabt. Es muss auch schon seit der Steinzeit so erste Steinlöffel gegeben haben. Ohne die hätten wir uns auch nicht weiterentwickeln können. Unmöglich. So, was führt dich denn nach New Atlantis? Oh, das Übliche würde ich sagen. Ruhm, Geld, Macht. Nur ein Scherz. Tatsächlich bin ich einer der Glücklichen, die schon seit langer Zeit in New Atlantis leben. Für einen Sammler wie mich gibt es nirgendwo in den besiedelten Systemen einen besseren Ort. Ich hatte das Vergnügen, viele Erdzeitenthusiasten hier in New Atlantis kennenzulernen. Das ist für mich der beste Grund, hier zu bleiben. Okay, hier, Gui Laume, wie ich ihn gern nenne, will seinen Edelstein zurück. Er gibt dir diesen Teller dafür. Ein Teller? Oh Himmel! Ein Teller von der Erde? Ja, absolut! Ohne jede Frage. Hier, nimm den Stein. Ha, dieser Guillaume. Guillaume? Er hätte auch einfach fragen können, wenn es ihm so wichtig ist. Der Edelstein ist wertlos. Wie ein Briefbeschwerer. Wobei erdzeitige Briefbeschwerer sehr wertvoll sind. Aha. Unbezahlbares Juwel. Ich bin gleich gespannt, was wir im Inventar wiederfinden werden. Ja, Guillaume heißt der. Ja, wie gesagt, um meine Französischkenntnisse, falls das überhaupt ein französischer Name ist, es ist nicht so weit bestellt. Frag mal das Erste, ihr beiden scheint euch nicht gerade zu mögen. Ich kann mir vorstellen, dass Guillaume das so darstellt. Aber das ist vollkommener Humbug. Guillaume und ich kennen uns schon seit Jahren, seit wir junge Männer waren. Er ist im Grunde fast wie ein Bruder für mich. Und wir streiten uns auch wie Brüder. Aber das heißt nicht, dass wir uns nicht mögen. Ich muss aber sagen, Guillaume neigt zur Dramatisierung. Und er ist ein schlechter Verlierer unter uns. Naja, er ist ja ganz korrekt hier, ne? Sonst freut sich wie bekloppt, ist dafür sogar aufgestanden, um den Teller entgegenzunehmen. Na, haben wir ihnen eine Freude bereitet, ist doch toll.
So, dann gucken wir mal. Dieses unbezahlbare Juwel. Ach, so eine Geode. Die haben wir schon ein paar Mal stehen sehen. Okay, ich dachte, wir kriegen hier wirklich jetzt so einen kunstlosen Stein, der einfach aufgesammelt wurde. Ja, ist doch schön. Na, dann haben wir das mit dem Guillaume schon mal erledigt. Guillaume? So, dann können wir wieder zurück zum Startdistrikt und quatschen nochmal mit dem. Raumhafen, genau. Am Anfang dachte ich halt, weil man da mehrere Sachen bei der Bahn auswählen kann, dass es mehrere Ebenen oder andere Zonen gibt, aber die zweite Zone beinhaltet die anderen der Bahn, die man auswählen kann. Das war mir nicht so klar. So, halt, Quatsch, ja, wir müssen darüber. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. So, auf der Straße kann man irgendwie keine Leute kennenlernen, die man fürs Raumschiff oder einen Außenposten benutzen kann, ne? Wirklich nur im Viewport. Aber wenn die sich dort nie ändern, ändern die sich dann auch woanders nicht? Wir müssen auf Cydonia nochmal gucken, was da so gab. So, hey, pass auf, lass mich mal hin. Wenn das so weitergeht, habe ich bald keine Sammlung mehr. Aber vielleicht wendet sich ja mein Glück. Oh ja, pass mal auf jetzt. Man muss schätzen, was man hat. Man weiß nie, wann man es vielleicht verliert. Hier, Guillaume, guck mal, dein Edelstein ohne einen Kratzer. Ah, wunderbar. Ich wusste, dass George einwilligt. Erdzeitigem Geschirr kann er nicht widerstehen. Du hast mir heute einen großen Dienst erwiesen. Ich werde diesen Edelstein für immer in Ehren halten. Danke, dass du ihn zurückgeholt hast. Oh, perfekt. 1800 Credits, 100 EP. Das war zum nächsten Mal. Tatsächlich jetzt eine Quest, die einfach nur geh von A nach B und zurück zu A. Auch mal entspannt, dass es sich nicht nochmal verzweigt. Sehr schön. Dann haben wir das direkt schon mal abgeschlossen. Fantastisch. So, dann können wir direkt nochmal weiterschauen. Was haben wir noch in New Atlantis? Kann man das hier zufällig? Gott. Das haben wir. Nö. Hatten wir nicht auch was mit unseren Eltern? Nee. Ey, warte mal, wir hatten doch... Was ist denn der Unterschied zwischen Mission, sonstigen, Fraktion, okay. Oh, was ist das? Ah ja, genau das hier. Ich habe eine Bewerbung bei Ryujin Industries. Das wäre vielleicht ganz cool. Was ist Aktivitäten? Ach, das sind die, die man so nebenbei aufgeschnappt hat. Oder haben wir die schon erledigt? Überprüfe das Inventar deines Schiffs. Untersuche partielle Stromausfälle auf dem Unterdeck. Ach du meine Güte. Hier, sprich mit dem Wissenschaftler beim Bauen. Hier, triff deine Eltern beim Pioneer Tower. Da wollte ich mal hin. Okay, das ist hier. Aha. Meiner Meinung nach, na gut, ja. Gut. Hätten sie es alles in Nebenaufgaben und Hauptmissionen, das hätte mir gereicht. Aber okay, gut zu wissen, dass es hier auch nochmal welche gibt. Da sind auch richtige Quests drin. Aber das sind eher so die, die man nebenbei aufgeschnappt hat, ne? Ich spreche mal mit dem Wissenschaftler beim Bauen. Danach gehen wir mal in den Pioneer Tower zu unseren Eltern. Da bin ich gespannt. Mal fragen, was die mit der vielen Kohle machen, die die jede Woche bekommen. Und vor allem, je mehr Geld wir haben, desto mehr Geld... Guck mal da hinten. Ich euch ja nicht vorenthalten. Da schweben die Bäume so ein bisschen in der Luft. Seht ihr das? Da. Ich weiß nicht, ob die Varun-Fanatiken... Genau, und jetzt kommen wir da unten auch an, wo wir der Reinigungskraftdonner den Cappuccino geben können. Achso, warte mal, hatte er uns nicht noch... Ne, wir hatten nichts Neues gerade bekommen, genau. Wo ist denn die? Da.
Ich habe das Gefühl, heute wird ein schöner Tag. Findest du nicht auch? Noch ein Tag, noch ein Credit. Oh ja, mir geht's gut. Nur ein wenig müde. Wie schon gesagt, ich liebe meine Arbeit, aber... Ah ja, hier. Ja, man kann die immer wieder fragen. Wirklich? Das ist aber nett. Sie wiederholt halt deine... Sehr schön. Ja. Ich brauche Energie, damit... Hier, das habe ich beim Putzen gefunden. Okay. Ich dachte, du kannst es vielleicht brauchen. Danke nochmal. Wirklich sehr nett. Apfelstücke haben wir bekommen. Toll. 100 EP. Wow. Donna Rain heißt die. Auch schön. Okay, cool. Ja, hat sich doch gelohnt. 100 EP nehme ich gerne mit. Für 75 Credits. Besseren Deal bekommen wir kaum. Ja, also die Antworten von ihr, die gleichen sich dann immer. Deswegen kann man das ruhig mal weiterklicken. Ne? Doppelt und dreifach müssen wir es uns dann auch nicht anhören. Ja. Nein. Naja. Wir waren ja hier schon mal, ne? Aber da habe ich gedacht, dass das auch ein NPC wäre, der hier einfach so rumsteht. Guten Tag, Kelton Thrush. Tut mir leid, ich darf nicht abgelenkt werden. Ich muss der Sache auf den Grund gehen. Stimmt was nicht? Du klingst besorgt. Ja, besorgt ist eine Untertreibung. Ich arbeite für die Wissenschaftsabteilung des MAST. Ich studiere diesen Baum schon seit einer Weile und es gibt besorgniserregende Anzeichen. Bist du mit diesem speziellen Exemplar vertraut? Ist dir seine Wichtigkeit bewusst? Ich bin schon oft an diesem Baum vorbeigekommen und ehrlich gesagt habe ich ihn nie groß beachtet. Hat er irgendeine spezielle Bedeutung? Endlich kapiert es jemand. Es sei denn, verspottest du mich? Oh, diese Leute... Ich habe viel zu tun. Wenn du einfach nur gaffen willst, verschwinde bitte. Solltest du mir aber tatsächlich helfen können, wüsste ich das zu schätzen. Normalerweise würde ich Fremde nicht einfach um Hilfe bitten, aber diesmal ist wohl eine Ausnahme nötig. Wärst du bereit, zusätzliche Daten für mich zu beschaffen? Jetzt guckt er uns an. Ja, auf jeden Fall. Warum nicht? Mach mal. Oh, danke. Das kam jetzt unerwartet. Ich habe eine Reihe von Biosensoren an verschiedenen Orten in New Atlantis aufgestellt und alle so kalibriert, dass sie passende Daten sammeln. Sie laufen schon so lang, dass es Zeit wird, die Daten abzuholen und zu analysieren. Wenn du sie mir bringen könntest, würde mir das eine Menge Zeit sparen. Jo. Das können wir doch machen, oder? Wie viel sind das? 1, 2, 3. Da hinten ist direkt eins, okay. Da gucken wir mal, was die Biodaten sagen. Wir müssen übrigens mal... Die Loge ist doch hier irgendwo direkt um die Ecke. Da. Können wir gleich mal reingehen. Da will ich mal in den Keller. Da habt ihr gemeint, geh ruhig mal in den Keller. Da gibt es ein paar Werkbänke und so. Ne? Da ein paar bisschen haben wir schon entdeckt. Aber auch noch so Kisten, wo wir unendlich Inventar hätten sogar. So, Nummer 1. Achso, die sammeln wir direkt ein. Ich dachte, wir lesen die bloß ab. Ah ja, 4 sind es insgesamt. Okay, machen wir gleich weiter. Wir gehen erstmal kurz in die Loge. Hier hat sich nichts verändert. Ich habe mich oft gefragt, wer wohl dafür sorgt, dass die Loge immer so sauber ist. Naja, ja, so erst eine halbe Stunde her, dass wir hier gewesen sind. Sarah. So, wo geht's denn jetzt hier nach unten? Hier. Den Keller haben wir hier noch nie betreten. Ich wusste auch gar nicht, dass es einen gibt. Ach, das ist ja geil. Aha, ja schön. Hier haben wir die Waffenwerkbank. Die Anzugwerkbank. Da können wir aber immer noch nichts machen. Ne? Ich habe da auch, glaube ich, noch nichts irgendwie. Was gibt's denn da für Mods? Extra Kapazität? Was macht das? Das macht... Ach, hier oben. Erhöht die Tragekapazität um 10. Dort oben beim Bild steht das drin. Okay, das ist ja geil. Sauerstoffreserve.
Hilfs-Items regenerieren zusätzlich Gesundheit und heilen rascher. Wäre auch cool. Ja, müssen wir auch mal irgendwann machen, ne? Boost Pack. Das finde ich ganz cool eigentlich hier. Das kostet uns nichts. Komm, wir nehmen mal den Skin, wenn wir schon nichts anderes machen können. Was gibt's denn beim Hell? Oh, was, Alter, die... Wow. So viel Modifikation. Abschirmung, ja, oft Resistenzen halt, ne? Aber ist ja auch nicht schlecht. Erhöht die Schadensresistenz. Um 2 Punkte bei physisch. Okay, cool. Sensor-Array. Aha. Erweitert die Gegnererfassung mit dem Kompass. Braucht man denn da so für? Oh, hier dieses Kelomit, was wir da neulich erst gefunden haben. Hat, was ist das? Holster, okay. Ach, das gehört zum Anzug. Das ist der Anzug, oder? Ja, ja, so Resistenzen. Plus 5. Ach, das könnte ich sogar installieren, guck mal. Fasern und Kosmetikum. Ey, komm, machen wir. 5 Punkte physische Resistenz mehr. Ja, auf jeden Fall. Arbeit. Ein EP, fantastisch. Vielleicht solltest du den Beruf wechseln. Nee, nee. Guck dich ruhig kurz um, Sarah. Mach hier was, wenn du Bock hast. Wir treffen uns draußen wieder, wenn es weitergeht. Aha. Erhöht den Nahkampfschaden? Nee. Erhöht alle Schadensresistenzen. Wolfram wieder, Polymer, hochfestes Spit, keine Ahnung. Alles sehr geil. 5 Punkte, 4 bei Energie. Ne, 5 überall. Ja, okay. Taschen. Guck mal. Ne, ich dachte gerade, das kann ich machen. Klebstoff. Was ist das? Okay, das sind die anderen Sachen. Ja, gut. Aha, ja, schön. Ja, freue ich mich drauf, wenn wir... Ach, wartet mal. Können wir nicht sogar... Ach, da sind wir noch nicht durch. Wir brauchen noch 1300 Schritte. Dann können wir den letzten Rang von Gewichtheben machen und noch mehr mitnehmen. Deine Mutter war hier. Wir haben kurz geplaudert. Hier eine Nachricht von ihr. Hey, danke. Ja, da bin ich ja eh gleich auf dem Weg hin. Notiz von Mutti. Du lässt dich nie zu Hause blicken. Wir haben schon lange keine Postkarte mehr bekommen. Jetzt bin ich mal gespannt. Hallo Reik, mein Schatz. Ich habe neulich unsere alten Sachen durchgesehen und etwas gefunden, was mich an dich erinnert hat. Ich weiß, du bist wichtig und beschäftigt. Wichtig und beschäftigt, ja. Aber es wäre so schön, wenn du mal zu Besuch kommen könntest. Ich vermisse dich, alles Liebe, Mom. Oh Gott, ja. Ja, machen wir. Wollten wir ja tatsächlich machen. Dein Vater war da. Er wollte wissen, wo du bist. Er hat dir eine Nachricht hinterlassen. Ach, er auch noch. Ja, schön, da gucken wir gleich mal. Ich habe... Ach ja, stimmt. Ich habe organische Ressourcen für dich. Jedes neue Wissen hilft uns. Gebe ich ihr dann alles? Weil ich meine, ich hätte mehr Toxin mit als einmal. Ach nee, das ist hier kaufen. Nee, das ist verkaufen. Genau. Aber... Ach so, das kann ich nur verkaufen bei ihr. Okay. Pff, ja. Was? Okay, zeig her. Ah. Was ist denn, wenn ich jetzt einmal Toxin verkaufe? Hier kommen meine Faser und mein Nährstoff. Gibt es dann irgendwas? Nee. Außer, dich auf, okay? Außer ein bisschen Geld halt. Jo, danke dir. So, Nachricht vom Papa. Du musst unbedingt sofort nach Hause kommen. Unglaubliche Neuigkeiten. Lass alle stehen und liegen und komm her. Dad. Sehr gut. Ohne Hallo, ohne Auf Wiedersehen. Einfach auf den Punkt gebracht. So. Stimmt, hier ist eine Lagerkiste. Die hat keine Massebegrenzung. Moment.
Wir haben noch 72.000 Credits, ja geil. Das ist die industrielle Werkbank, ja. Das ist ja mein heißgeliebtes Forschungslabor. Wo ich ja immer noch nicht weiß, warum wir das nicht bauen konnten. Ich möchte es aber bauen. Muss ich nochmal was machen? Nee, oder? Ich bin mir so unsicher an diesem Forschungsgerät, da gehe ich ungern ran. Hier, Zähmung 1 wäre halt mega geil, ne? Wir haben ja mittlerweile neu gesammelt. 23, 10, ja. Ja. Dichtmittel. Ja, Klebstoff habe ich nicht so viel. Können wir das Dichtmittel können wir schon mal eingeben? Ja, komm, Aluminium. Ah, okay. Was anderes kam hinzu. Sehr gut. Gerade das, aber reicht noch nicht. Schade, jetzt hat es mir... Ich hätte die adaptiven Rahmen gern noch gespendet, aber gut, dann fehlt nur viermal Klebstoff. Gut. Ist ja auch schön. Na gut, da kann man ja nach und nach immer mal was reinpacken, ne? Fertigung 1. Ah! Damit kann ich dann Sachen... Lerne, wie du beim Außenposten einfache Fabrikatoren, kleine Lagerhausmodule und Intersystemfrachtdings bauen kannst. Ach so. Überschuss. Naja, das wurde beendet. Ja, geil. Okay, cool. Dann, also das, ja, schön. Dann müssten wir da neue Fertigungsmodule jetzt haben, ja? Kann ja ruhig mal das, von dem wir gerade recht viel haben, einfach schon mal reinpacken. Ja, die adaptiven Rahmen. Können wir auch welche herstellen, aber warte ich mal noch. Helmmod 1. Da fehlt überall Wolfram. Yes, wir haben 5 Wolfram bekommen. Nice, ein Schmierstoff. Da können wir Laufmods 2 schon installieren. Mhm. Hier Magazinmods, das müssen wir aber... Es ist blockiert. Achso, weil ich Waffentechnik 2 nicht habe. Okay. Titan, okay. Optik und Laser. Ah ja, cool. Ja, ist doch schön, dass wir da tatsächlich immer mal viel gesammelt haben. Dann kann ich da jetzt ruhig mal auch mal was... Ah, das hat's beendet. Ja, perfekt. Optik und Laser-Mods. Mega gut. Ja, davon haben wir nichts da. Okay, schade. Aber immerhin. Hier Leistungsboost. Ja. Wir können das ja mal... Es gibt ja auch Erfahrungspunkte. Ah ja, guck mal, hat es direkt beendet. Es gibt ja auch Erfahrungspunkte. Jetzt ist Aluminium wieder relativ rar. Perfekt, auch beendet. Sehr gut, wird doch langsam. Jetzt können wir auch hier mal ein bisschen was machen. So, Küche. Hm. Ja. Brot. Ja gut, da müsste ich mal das ganze Essen mitnehmen, was überall rumliegt. Oh, hier Wasser. 237 Wasser. Ich glaube, ich weiß, was das Gewicht im Inventar. Fasern, ja okay. Da auch mal was fertig gemacht. Cocktail Schule 1. Na gut, wir haben schön was erforscht, da freue ich mich. Perfekt. So, Medipack. Ja. Pharmazeutisches Labor. Genau, da kann ich die Sachen herstellen. Okay, gut. Nehme ich sowieso nie. Ich habe es mir tausendmal... Ach, hier, warte mal. Habe ich doch... Ach nee, ich dachte, das wäre noch ein Medipack. Okay. Die Kochstation... Ich müsste mir wahrscheinlich einfach mal so Sachen... Kann ich mir denn auch...
Ja doch, ich kann mir nicht nur das Medipack auf eine Schnelltaste legen, sondern auch was anderes. Alien Jerky, ja. Ja, alleine hier sowas wie, das ist eigentlich mega geil, ne? Wenn ich sehe, die Gegner haben Energiewaffen, würde ich einfach mal ein Alien-Sandwich essen. 60 Energieresistenz für 5 Minuten. Müsste für den Kampf dann, wenn da ein paar Leute rumrennen, recht dicke ausreichen. Ich müsste es einfach mal machen, aber immer wenn es so um Essenssachen geht und Resistenzen, ich sammle das gern, habe das gern im Rucksack. Aber ich mache es dann nie. Das ist ein Problem, ich weiß. Vielleicht muss ich dahingehend mal zur Therapie gehen. Sah gerade aus wie Cora da links. Hey, ach. Gehört Vasco jetzt dir oder immer noch Barrett? Uns beiden. Bücher. Teller. Merkwürdige Art, eine Unterhaltung anzufangen. Ich brauche schon ein bisschen mehr Anhaltspunkte. Ja, stimmt vielleicht. Hast du noch mehr Bücher oder kannst du mir mehr Bücher kaufen? Mit echten Seiten und einem Rücken. Mein Büchergeld ist aufgebraucht und er gibt mir nichts mehr. Also, Bücher. Hast dir von der Betrügerin bloß keine Credits rausleihen. Ihr Büchergeld hat mich fast ruiniert. Dad, halt dich da raus. Sehr gut. Ja, mein Gott, auf dem Computer sind haufenweise Bücher. Was für Bücher liest du denn gerne? Ich mag Bücher über Quantentheorie und Astrophysik oder Wissenschaft. Oder Pferde. Wusstest du, dass bis zur industriellen Revolution jahrhundertelang keine Zivilisation etwas Schnelleres als Pferde kannte? Nee. Die ganze Gesellschaft war auf Pferden aufgebaut. Wie die in echt ausgesehen haben müssen. Und sicher haben sie gerochen. Die haben gut gerochen. Nach Zimt haben die gerochen. Und Pferd, nee, das ist auch nicht wahr, dass das mit den Pferden schon so lange geht. Die hatten auch schon in der frührömischen Zeit, hatten die schon Autos und so und Luftschiffe. Das ist, da hast du dir Mist angelesen, Cora, das stimmt gar nicht. Ja, komm hier, 50 Credits, mach damit, was du willst. Dann kriegst du noch nicht mal ein Zehntel Essen, wenn du hier irgendwo essen gehst in New Atlantis. Ich frag mich, warum es dann für ein Buch reicht. Oh, Dad, du kennst so tolle Leute. Da hast du dir was eingebrockt. Jetzt hörst du ewig nur von Büchern. Das ist doch cool. Ein kleiner Preis für meine Bildung. So, sehe ich es auch. Okay, die wichtigste Frage. Was ist deine Lieblingspizza? Bitte nicht Margarita. Dad mag langweilige Margarita am liebsten. Naja, nee, Fleisch. Fleisch, egal was gerade da ist. Pferdefleisch, Eselfleisch, Delfinfleisch, egal. Hauptsache Fleisch. Ist Delfinfleisch, ist es Fisch? Wahrscheinlich, ne? Ich habe keine Ahnung. Gemüsepizza eindeutig. Ich mag keine Pizza. Oh, es ist, ich hätte gern ein bisschen mehr Auswahl. Gemüsepizza. Eigentlich geil, ja. Doch, komm, wir machen mal Gemüsepizza. Gemüse? So Grünzeug? Ja. Ist wichtig für eine ausgewogene Ernährung. Dann isst du das Zeug doch. Mal überlegen. Okay, ich bleibe. Du hast die offizielle Cora-Freigabe erhalten. Nur, ist mein Stempel auf Dads Schiff. Stell ihn dir einfach auf deinem Arm vor. Von Cora geprüft. So auf die Stirn gehauen. Das machen wir. Server, das machen wir nachher. Wir wurden beide von Cora geprüft. Stempeln wir uns nachher gegenseitig die Stirn. Damit jeder sieht, dass bei uns alles in Ordnung ist. Sam? Hoffentlich treibt Cora keinen Unfug. Das war's dann wohl. Okay. Ich dachte, er hat nochmal irgendwelche Dinge für uns. Ich gucke jetzt immer mal, liegt hier vielleicht auch... Ey, pass mal auf, genau. Wir haben doch der... Ich habe doch da mal Sachen mitgenommen. Da ist eins für den Mars und eins können wir gerne hier lassen. Nee, das nicht. Das auch nicht. Oh Gott. Moment, wo ist das? Hier. Mein Freund Wilby und ich hatte noch was anderes. Genau, hier die Katze. Die ist doch geil, oder? Wo ist sie denn jetzt hin? Och nö.
Hä? Eigentlich müsste es jetzt hier die Katze hingelegt haben. Moment. Nee, nicht alles, um Gottes Willen. Was sind sie da? Ich habe noch ein seltsames Ei. Ich habe ablegen gemacht, wie wir das schon mal gemacht haben. Och, schade, jetzt ist die Katze weg. Ich hoffe, du irgendwo, hast einen schönen Tag. Ja, ebenfalls, danke. Irgendwo habe ich dir was hingelegt, Cora. Viel Spaß damit, was hier noch drin. Reicht für 3 Bücher, Sam. Danke. Oh, schöne Stühle. Wir können sogar hier oben hinsetzen. Okay, cool. Da können wir uns nicht hinsetzen. Das ist natürlich schade. Ja, ich gucke auch immer mal nach den Türverriegelten Meister. Bestimmt ein schöner Anzug, der da drin ist. Können wir uns ja mal merken, wenn wir in 150 Stunden den Meisterrang vom Schlösserknacken verdient haben, dass wir da mal hingehen. Ja, ich gucke immer mal nach den Comics, die hier rumliegen. Wir hatten ja neulich in der letzten Folge oben, da haben die gerade alle gequatscht, da habe ich mir den einfach nebenbei... Das Unterdeck? Moment, warte mal. Wir hatten doch hier... Das war doch das mit dem Strom. Untersuche partielle Stromausfälle auf dem Unterdeck. Ach, lol. Damit... Wow, okay, hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Aha. Das ist ja interessant. Mhm. Hier sieht's aus. Na toll, wären meine Füße nass. Ja, die Comics sind ganz cool, weil die permanente Boni geben. Oh. Weiß gar nicht, ich hoffe, hier kommen jetzt keine Gegner oder so. Das Unterdeck vor allem. Sieht aus wie in so einem Schiff. Ah. Okay. What? Was? Ach, hier wird Fisch ausgenommen. Okay. Dachte... Ja, stimmt. Hier soll es ja noch so eine nicht so angenehme Gegend geben in New Atlantis. Hatten wir auch mal Leuten zugehört. Okay, das Unterdeck. Da muss man da noch von woanders irgendwie rankommen. Wenn da hinten die Tür zu ist, durch die ich nicht kann, kann ich auch nicht mit einem Schlossknacken-Skill machen. Huh. Irgendwelche Entdeckungen gemacht wurden, während wir weg waren? Bestimmt. So, macht's gut, ihr beiden. Wir sehen uns, hören uns. Bis demnächst. Wir können auch mal in die Waffenbank gehen, denn da hatten wir noch mal neue Laufmods oder sowas erkundet. Ach, guck mal. Ja, die sind noch gut zum Verkaufen. So, dann schauen wir hier noch mal rein. Der Beowulf, genau. Den könnten wir installieren. Der verschlechtert die Distanz und die Präzision. Der kurze Lauf, ah ja, genau. Der verlängerte erhöht die Präzision und auch die Distanz. Das ist eigentlich geil, oder? Mit dem verlängerten Lauf. Wir haben genug mit. Gut, dass wir so viele Ressourcen gesammelt haben. Geil. Schöner verlängerter Lauf an unserer Beowulf. So, Optik, offene Visierung. Oh, nice. Kurzreichweiten-Zielfernrohr. Damit könnten wir es die Präzision nochmal um 6% erhöhen. Das ist immer das, ne? Also wenn ich da, wo das Zielkreuz ist, wenn ich da hinschieße, geht nicht automatisch die Kugel dahin. Die hat ja eine gewisse Streuung hier.
Das ist nicht so wie bei anderen Shootern, dass du dann auch genau dahin zielst. Die Kugeln können trotz guten Zielen immer mal vorbeifliegen. Oh, hier. 85% hätte das was. Was fehlt mir denn? Einmal Klebstoff. Ja, na gut. Egal, dann baue ich das erstmal dran. Titan, ja komm. Was soll's. Ja, wir leveln Waffentechnik nebenbei. Perfekt. So, Standardmündung. Genau. Kompensator würde nochmal die Präzision ein wenig erhöhen. Könnten wir auch bauen. Gewicht der Waffe nimmt zu, aber das ist mir egal. Standardgriff, was ist das hier? Ergonomischer Griff. Da fehlt auch Klebstoff. Taktischer Griff. Der reduziert die Masse, erhöht aber wieder den Wert. Okay. Und der Laser? Können wir eh nichts bauen. Palladium. Also der Wert von so einer Waffe kann schon ganz schön angehoben werden. Das ist schon krass, ne? Alleine das hier. Das Magazin würde es um knapp 3000 erhöhen, den Wert. Wow. Intern. Ach hier, oh, würde den Schaden nochmal erhöhen. Das ist ja auch geil. Um 5 Punkte. Klebstoff, da fehlt immer Klebstoff und Titan. Okay. Halbverschluss, ja. Ja, ne, mit der halbautomatisch komme ich ganz gut zurecht. Leider nur einen Standard-Skin. Okay, cool. Und unsere... Ja, meine Equinox. Können wir da nochmal irgendwas... Ach ja, das große Magazin hätte ich so gern. Fehlt Wolfram, okay. Ja, das könnten wir machen. Verbessern wir uns nicht unbedingt. Halt. Komm, wir nehmen mal den Constellation Skin, oder? Einfach coole immer mal. Ja. Dein Stil gefällt mir. Ja, das habe ich mir fast gedacht, aber kann ja einfach immer mal so ein bisschen was hin und her ändern. Oh, hier links hängt noch was. Nehmen wir alles mit. Die Werkzeuge brauchen wir nicht. Gut. Da waren wir dran. Perfekt. So, dann machen wir das auch mit den Eltern jetzt erstmal. Da müssen wir in den Pioneer Tower. Und da hinten sollen wir hin. Halt! Nee, warte mal. Moment. Wir hatten doch erst die Mission. Erst die Biosensoren. Da waren wir noch dabei. Den Herrn Wissenschaftler möchte ich da jetzt nicht so lange warten lassen. Da sammeln wir die erstmal. Geben das ab. Das ist halt das Coole, ne? Dass so viel optional einfach ist. Man müsste das ja überhaupt gar nicht machen. Wie in den anderen Bethesda-Spielen auch schon, dass du die Waffen, nimm die einfach, die du findest und dann leg los. Ja, aber man kann die zusätzlich noch. Komme ich hier geschickt hochgesprungen hin? Ja, okay. Aber man kann das halt machen, das ist echt toll. Wird man nicht zu gezwungen, man macht das einfach, wie man gerade Bock zu hat. Das gefällt mir am besten. Hui. Cooler Raumanzug. Danke. Ich weiß. Da ist er, der Pioneer Tower. Ach, wir sind direkt hier. Dann können wir auch mal zu unseren Eltern gehen. Da oben. Dann können wir auch direkt zu denen gehen, da macht ja dann nichts. Dann wechseln wir das mal. Warum auch immer das hier nicht direkt aufgeklappt ist, das ist immer zugeklappt, wenn ich hier reingehe, auch wenn ich es vorher aufklappe. Ach, beim Pioneer Tower.
Ne, die sind schon da drin. Die haben schon ihre Wohnung ist Gott sei Dank im Pioneer Tower. So, Mama, Papa, wir kommen. Hallo. Er sieht ja aus wie ich. Im Spiel. Hey, was? Papa. Oh. Teufel auch. Schatz, wir haben Besuch. Ich setz den Kaffee auf. Oh, mein Gott. Ich stand kurz vor einem Herzinfarkt. Nicht, dass wir uns nicht freuen würden, aber ich dachte, du würdest bei Argos Extractors unter Vertrag stehen. Geht's dir gut? Ich habe doch gerade erst zwei Nachrichten von euch bekommen, dass es sehr dringend ist. Mehr als gut, ich arbeite jetzt für die Constellation. Ich habe jetzt einen Job bei der Constellation. Keine Sorge, ich habe gute Nachrichten. Ich wurde befördert. Ich bin jetzt bei der Constellation. Okay. Egal, was ich davon nehme, oder? Es kommt alles auf selbe raus. Ich nehme das Erste. Teufel auch. Teufel. Was hat er denn mit seinem Teufel? Ist hier etwa irgendwo eine versteckte Kamera? Oh, Mitglied der Constellation. Ich wusste, dass du was Besonderes bist. Oh Gott. Habe ich nicht immer gesagt, dass du zu Höherem bestimmt bist? Zu Höherem. Oh Gott, Mütter finden doch immer, dass ihre Kinder besonders sind, aber du hattest anscheinend recht. Hör auf, Mama, ich werde ganz rot. Mal sehen, wie es bei der Constellation läuft. Sagt euch die Constellation etwas? Ich habe euch nie darüber reden hören. Ich nehme mal das. Ach, hör auf, Mama, ich werde ganz rot. Wenn ich dich nicht loben darf, darf es auch kein anderer. Aber du hast mir nicht Bescheid gesagt. Sonst wäre dein Lieblingsgericht schon längst im Ofen. Und dein Zimmer ist nicht aufgeräumt, so wie du es verlassen hast. Ganz ruhig. Lass ihn erstmal zu Atem kommen. Bleib doch hier. Du weißt, dass du immer willkommen bist. Wo ist der Kaffee? Mama, Papa, ich hab Hunger. Constellation klingt magisch. Wie ein Buch. Magisch wie ein Buch. Boah. Unglaublich, dass du da bist. Und es ist nicht mal Muttertag. Ich muss dich das fragen. Gibt es jemanden in deinem Leben? Deine Mitgliedschaft bei der Constellation macht dich zu einem guten Fang. Oh, den gibt's, Mutti. Vasco, toller Kerl. Riecht ein bisschen nach Schmierfett, aber sonst top gepflegt. Geduscht, geimpft ist er. Was willst du mehr? Ich glaube, ich habe vielleicht jemanden gefunden. Ich weiß nicht, Sarah läuft ja uns hinterher, ne? Weiß ich nicht, was da noch irgendwann mal bei rumkommt. Ja, warum nicht? Ich wusste es. Du gehst so leichtfüßig. Eine Mutter merkt sowas. Ich bohre nicht nach. Keine Sorge. Willst du vielleicht später darüber reden? Du hast zwar nicht lange hier gewohnt, aber ich möchte, dass du das als dein zweites Zuhause ansiehst. Dein Bett ist immer für dich frei, keine Frage. Naja, fragen wir dich trotzdem. Und du kannst natürlich immer bei uns bleiben. Ja, geil. Naja, Mutti, im Prinzip, das ist doch mein erstes Zuhause. Ich habe hier gar kein anderes im Spiel, nicht, dass ich weiß. Ich wohne auf meinem Raumschiff, wie so ein Nomade. Auf das Kreuzfeuer könnte ich verzichten. Warum habt ihr euch nie irgendwo niedergelassen? Haben sie doch hier. Ja, danke, das lieb. Gar kein Problem. Bleib, solange du möchtest. 3 Jahre. Möchtest du über irgendwas reden, Schatz? Gott. Gibt es irgendwelchen Tratsch? Jemand aus deiner Klasse ist Junior VP bei der Girlbank. Der Vater prahlt ständig damit. Ich muss ihm unbedingt von der Constellation erzählen. Oh Gott. Haut euch gegenseitig die Taschen voll, ja, toll. Habt ihr schon mal überlegt, in eine günstigere Gegend zu ziehen? New Atlantis ist sehr teuer, ja, vor allem für meine 2%. Aber hallo, das könnten wir uns selbst mit beiden Pensionen nicht leisten. Aber mit dem Geld, das du schickst, klappt es. Und New Atlantis ist so voller Kultur und Leben. Ganz anders als in den Städten vorher. Ich ermögliche den beiden ihren pornösen Lebensstil. Das gibt's ja nicht. Immerhin kann ich hier kostenlos pennen. Was Worüber macht ihr beiden zurzeit?
seit wir im Ruhestand sind? Ich versuche, deinen Vater dazu zu bringen, was zu tun. Tanzstunden, Urlaub, irgendwelche Kurse. Ich interessiere mich für frühe Kolonialkunst. Aber er ist schon zufrieden, wenn er stundenlang liest. Er will die Geschichte von allen und jedem kennen. Es ist schön, Zeit für beides zu haben. Ja, ist doch cool. Ja, macht mal euer Ding. Du kannst jederzeit vorbeikommen. Wirklich. Du hast tagelang daran gearbeitet. Ja, lasst euch ja gut gehen hier von meinem Geld. Oder Mitleid. Ja, das Schweigen des Sands. Deko hier, Teller von der Erde. Bestimmt doch irgendwo Löffel von der Erde. Der Kinderfilm? Du erstaunst mich immer wieder. Müsste man einbuchten. Die haben gerade komplett mit zwei verschiedenen Themen aneinander vorbeigesprochen. Digitaler Schreibtischbilderrahmen. Immerhin ist hier nichts geklaut, wenn ich hier was mitgehen lasse. Ich habe Büchern und Videos, um mich zu beschäftigen. Keine Sorge. Also denen scheint es hier nicht so schlecht zu gehen, ne? Ich frag mich, was soll das sein? Sind Waschmaschinen und Trockner oder was? Okay. So, Vater, wo ist jetzt hier mein Kaffee? Du gammelst schon den ganzen Tag rum. Ich habe gelesen. Gutes Buch. Es ging um... Du solltest Sport machen. Oh, lass den Mann in Ruhe. Mir geht es gut. Und wie hat das funktioniert? Punkt für dich. Wir gehen nach... Hey, hier ist doch meine Space Cat, die ich vorhin habe fallen lassen. Die nehme ich wieder mit. Vielleicht kann ich die ja doch mal... Football. United Colony Pulsars versus Freestar Collective Trailblazers. Schön. Oh. Den nehme ich mit. Kann ich mir den, wenn ich mir den ins Cockpit packe, bleibt er dann da? Rucksack High School. Ach hier, guck mal. Ich habe deinen alten Highschool-Rucksack geflickt. So gut wie neu. Er hat so viele Taschen. In einer davon habe ich einen alten Apfel gefunden und naja, jetzt ist sie wieder sauber. Ich weiß, dass du erwachsen bist, aber der Rucksack hat von allen Modellen auf dem Markt den meisten Stauraum. Vielleicht kannst du ihn für Argus gebrauchen? Sag Bescheid, falls nicht, dann spende ich ihn. Ah, Finger weg von meinem Zeug, Mutti. Immer hier rumschnüffeln, wenn ich nicht da bin. So. Wo ist das Teil? Ja, der ist natürlich nicht so schön wie unsere, aber extra Kapazität heißt plus 10 wahrscheinlich, ne? Naja, gut. Vielleicht beim Rucksack auch mehr, keine Ahnung. So, was gibt's hier noch so? Huch! Oh, pack das weg, wenn Mutti sieht, dass wir eine Waffe haben. Was mit der Tür zu? Sarah, bist du da? Ich möchte dir mal mein Schlafzimmer zeigen. Ach, guck mal. Antikes Spielzeugmotorrad. Wo sind die Taschentücher? Du weißt nicht, wo es ist? Ich weiß, wo sie waren. Im Regal, ganz oben. Aber da sind sie nicht mehr. Nein, habe ich vor langer Zeit nach unten geräumt. Wie soll ich wissen, wo irgendwas ist, wenn du es ständig woanders hin... Unglaublich. Constellation. In den Geschichten wirkt sie so exotisch, so... Fast schon romantisch. Wie ist es da? Gefällt es dir? Die Leute da sind wirklich wundervoll. Ich hoffe nur, dass ich würdig bin. Soweit, so gut. Ich muss ehrlich gesagt noch richtig realisieren, dass ich eingeladen wurde. Ich glaube, ich bin da fehl am Platz, Papa. Aber besser als meining ist es allemal. Nee, komm, das Erste. Mach dir deswegen keine Sorgen. Dein ganzes Leben lang hat das Potenzial in dir auf eine Chance gewartet. Deine Nummer wurde endlich aufgerufen. Hoffentlich sind die besiedelten Systeme bereit für dich. Ich habe auch Neuigkeiten. Vor dir steht ein offizieller Ruheständler. GZ. Am Donnerstag hatte ich meinen letzten. Die Fakultät hat eine Party gegeben. Schade, dass du nicht da warst. Du hättest Torte haben können. Glückwunsch, Papa. Die Universität kann sich glücklich schätzen, dass du für sie gearbeitet hast. Aha. Du hast immer gesagt, man lernt nie aus. Du wirst wahrscheinlich nie in den Ruhestand gehen. Deswegen liest er auch so gern. Na, ist doch cool. Die belabern sich hier die ganze Zeit über Nichtigkeiten. Ist nicht so fernab der Realität, würde ich jetzt mal behaupten.
Glaubst du, es wird dir fehlen? Zu unterrichten? Ein bisschen. Ich hatte immer mal wieder eine besondere Verbindung zu Studenten, mit denen ich was bewegen konnte. Oh, die haben mich am Ball gehalten. Egal, ob sie gute Noten hatten. Wichtig war, dass eine Leidenschaft in ihnen entflammt ist. Aber im Großen und Ganzen wird es mir nicht fehlen. Ja, Glückwunsch. Naja, man könnte sagen, dass ich alles versucht habe. Genug davon. Möchtest du noch über irgendetwas anderes reden, bevor du los musst? Eins du kannst gerne bleiben, solange du möchtest. Wahrscheinlich willst du aber auf Entdeckungstour gehen. Ich muss jetzt echt noch eine Sache wissen. Wo ist mein Kaffee? Kinderkram-Status entfernen. Ich weiß nicht, ob ich euch weiterhin Geld schicken kann. Nein, das lassen wir. Ich finde das witzig. Komm. Wie läuft's denn so? Der Ruhestand ist schön, aber an manchen Tagen fehlt mir der Hörsaal schon fast. Erzähl Mama nichts davon. Aber sie hat etwas bei Enhance machen lassen. Ich sage ihr immer, dass sie jeden Tag jünger aussieht. Das wäre okay. Aha, was habt ihr vor? Einen richtig schönen Urlaub zu planen. Nichts Ausgefallenes. Ich verspreche deiner Mama seit Jahren eine Reise. Jetzt muss es wohl sein. Deine Mutter hat mir andauernd Links zu irgendwelchen Angeboten und Ausflügen geschickt. Aber es wird gut, mal rauszukommen. Ich kenne da einen spitzen Außenposten auf dem Mars. Das wäre was für euch. Da lebt ein guter Freund von mir, der unterhält euch. Brauchst du kein Buch mehr, kein Fernsehen? Kann ich irgendwas für euch tun? Wahrscheinlich noch mehr Geld. Du weißt aber schon, dass wir uns eigentlich um dich kümmern sollten. Ich würde dir dein Geld gerne irgendwann zurückzahlen. Das wissen wir zu schätzen. Dafür sind wir dir sehr dankbar. Du hast den gleichen leeren Gesichtsausdruck wie meine Studenten. Ja, das war richtig erbaulich, nach Hause zu kommen. Was? Wie bitte? Ich hab doch zwei linke Beine. Aber tanzen? Könnten wir nicht? Sandra, komm, wir übernachten. So, muss ich hier richtig ausdrücken, nicht, dass wieder komische Kommentare kommen. Wir gehen mal ins Bett, ist ja auch schon fast 9:30 am Abend. Ja, komm, zu Hause kann man auch mal ein bisschen länger pennen. Ja, war doch recht erfreulich, dann hier mal nach Hause zu kommen, mal mit den beiden quatschen. Ich denke, so schnell lassen wir uns hier nicht mehr blicken. Aber ja, war ganz amüsant gemacht. Am besten war der letzte Spruch, du hast genauso den leeren Gesichtsausdruck wie meine Studenten. Und Sarah will mit uns reden. Da stand sie wohl doch ein bisschen zu nah dran. So, wunderbar. Dann haben wir das mit unseren Eltern auch. Ach, der hat zwei Ausgänge. Ach so. Dann hat sie das wohl mitbekommen. Naja, gut. War jetzt nicht unbedingt auf sie bezogen, aber boah, wieso nicht? So, wo ist das jetzt mit dem? Achso, der hat direkt wieder die Baumquest ausgewählt. Wunderbar. Ich will wie ein anderer Mensch aussehen. Mutti legt sich also immer schön von unserem Geld unter das Messer beim Schönheitschirurgen. Oh, Sarah, muss leider wieder laufen, da links unten steht sie. Die Leute lästern gern über die Varun-Fanatiker, weil sie eine Stange. So, das ist der letzte Sensor, dann können wir die abgeben beim Wissenschaftler. Moment. Hey, suchst du auch nach Eiern? Ich habe erst eins gefunden, aber ich will sie alle vor den anderen finden. Was macht er denn? Mir, wenn du welche siehst? Ja, ich gebe dir Bescheid. Ich suche nach Biosensoren, nicht nach Eiern. Bleiben Sie bitte hier. Schwör ab. Dieses Ei hat nicht zufällig gepiept? Doch, ja. Komisch, oder? Miss Seng im UC-Vertriebszentrum hat mir das eine abgekauft und gesagt, sie würde auch noch mehr kaufen. Oh Mann. Ich kann die Credits brauchen. Oh Mann. Was seid ihr blöd? Ist ja unfassbar.
Denkt die Jugend auch einmal nach, bevor sowas macht. Sarah, wir sind hier fehl am Platz. Der Kleine hat das Ding verkauft, dieses Ei, dieses piepsende Ei. Gut, dann können wir das hoffentlich zurückkaufen. Es war doch klar, dass irgendwas geht schief, ne? So. Jetzt rückt mal hier schön unser Ei, unseren Sensor raus. Unter Wen ist das Vertriebszentrum eine gut geölte Maschine. Willkommen im UC-Vertriebszentrum. Kann ich behilflich sein? Du hast neulich von einem Jungen ein Ei abgekauft, das brauche ich. Von Jordan? Der Junge kommt andauernd mit irgendwelchen Sachen vorbei, die er gefunden hat und will Credits dafür. Ja, ich hatte Mitleid. Was ist das denn? Das ist ein wichtiges wissenschaftliches Gerät, sehr wichtig sogar. Oh, wirklich? Ja. Du kannst es für die Summe haben, die ich bezahlt habe, plus einen kleinen Bonus. Nennen wir es eine Bearbeitungsgebühr. Naja gut, 100 Credits von mir aus. Ja. Ach, was soll's. Schön, mit dir Geschäfte zu machen. Ja, danke. Du bist jederzeit willkommen, wenn dir das Warten nichts ausmacht. Ich dachte jetzt schon, sie hätte es wieder an jemand anders verkauft oder verschenkt und dann müssen wir jetzt auf irgendeinen anderen Planeten, da durch eine Höhle, durch eine Stadt und dann haben wir es irgendwo. Wäre auch ganz witzig gewesen. So. Wo müssen wir denn hin? Ach, da hinten, das habe ich jetzt nicht gesehen. Wegen der kleinen blauen Dächer. Bobby hat von dir erzählt. Was für ein... Arbeitest du auf den nächsten technologischen Sprung hin? Mutagen Industries kann. Hab sogar schon ein bisschen Pläne für unser Raumschiff, wenn wir es das nächste Mal umbauen. Da haben jetzt auch ein paar geschrieben, weil die erste Umbaufolge. Weil die erste Umbaufolge jetzt kam und ein paar Leute tatsächlich geschrieben haben: Ja, nee, würde ich ja gerne mal zuschauen beim Raumschiffbau. Und da hatte ich überlegt: Als richtige Folge ist das immer doof, weil da passiert halt nicht viel, ne? Und ich sitze dann da und probiere dann tausendmal hin und her. Ihr kennt es aus anderen Spielen. Aber ich kann das vielleicht als separate Folge einfach mal machen oder als separates Video meinetwegen. Dann könnt ihr da gerne mal reinschauen. Das können wir gerne mal machen beim nächsten Mal. Hast du die Sensoren schon gefunden? Aber nicht als reguläre Folge. Oh ja, habe ich. Danke hier. Für deine Unterstützung. Aber ich brauche alle Sensoren. Ja, ich habe all deine Sensoren. Wirklich? Wunderbar. Ich nehme einfach die hier und sehe mal, was wir finden. Das ist ein bisschen negativ, ne? Wir laden die Daten einfach hoch und warten einen Moment. Und noch einen Moment. Es funktioniert, oder? Ich kann tatsächlich nicht mit ihm reden. Was bin ich erleichtert. Also mal sehen. Das ist... Tja. Meine Güte. Es gibt gute und schlechte Neuigkeiten. Die guten, mein Verdacht hat sich bestätigt. Und mit dem Baum stimmt wirklich irgendwas nicht. Das werde ich sofort dem Mast melden. Und zwar mit einiger Genugtuung. Es könnte auch mehr als einmal der Satz, hab ich's doch gesagt, fallen. Gut, dass deine Sorgen begründet waren. Das klingt nicht nach guten Neuigkeiten. Botanik habe ich ja sogar. Hoffentlich... Nimmt man die Botanik jetzt ernster? Sie ist wichtig für die Menschheit. Ja, ich muss zugeben, es ist ein gutes Gefühl. Die Leute können so stur sein, wenn es um pflanzliches Leben geht. Nur ein Botaniker versteht, dass das Wohlergehen der Pflanzen direkt mit dem der Menschen verbunden ist. Aber ich schweife ab. Zurück zum Thema. Die schlechten Neuigkeiten, die interne Zusammensetzung des Baums verändert sich. In diesem speziellen Fall erzeugt der Baum nun regelmäßig ultraniedrigfrequente Schallwellen.
Momentan sind sie kaum hörbar, werden aber zunehmend stärker. So etwas haben wir noch nie beobachtet. Je nachdem, wie intensiv die Wellen werden, könnten die Folgen für die Stadt katastrophal sein. Ich muss mich sofort mit meinen Kollegen beim MEST beraten. Danke für deine Hilfe. Hoffentlich sind diese Credits angemessen. 3300, wow. 110 Erfahrungspunkte. Schau später bei Kelten vorbei. Okay, sehr gut, das machen wir doch gerne. Was haben wir denn noch so? Haben wir noch was in New Atlantis? Genau. Ja, stimmt, das mit den Stromausfällen. Den Vanguard beitreten, überprüfe das. Das müssen wir mal machen. Das Inventar deines Schiffes. Keine Ahnung, was sie damit wollen. Ja. Red Mile, mal gucken, wo was das ist. Ich doch gern wissen. Ballerei in Cydonia. Ein unbekannter Tracker hat mitten am Raumhafen das Feuer auf sein Ziel eröffnet. Bis auf die Zielperson wurde zwar niemand verletzt, doch der jüngste Zwischenfall lässt die Rufe nach einer strengeren Regulierung der Tracker-Allianz lauter werden. Die Allianz veröffentlichte ein Statement, dass das Vorgehen gerechtfertigt gewesen und niemand verletzt worden sei. Die Erfahrung zeigt jedoch, es ist nur eine Frage der Zeit, bis es zu einem tragischen Zwischenfall kommt. Ich würde den Nordland sehr vermissen, wenn ich wegginge. Ah, Avery Tell? Okay. Ich muss mal kurz Pause, bevor sie da weitergeht. Ja, interessant. Vielleicht erfahren wir da noch mehr über diesen bewaffneten, naja, Zwischenfall auf Cydonia. Irgendwann werde ich das Amt für interstellare Angelegenheiten leiten. Arbeitest du hier in der Nähe? Ja, ich arbeite beim MEST, im Amt für interstellare Angelegenheiten. Ich bin eine Art Vermittlerin zwischen den UC und dem Collective. Ich helfe bei der Lösung von Kommunikationsproblemen, zeige Gastdiplomaten die Stadt und so. Das klingt für dich bestimmt nicht sehr spannend, aber mir macht es wirklich Spaß. Ich wollte schon als Kind Diplomatin werden. Schönes Outfit. Stammst du aus New Atlantis? Nein, ich bin aus Neon. Hab seit ein paar Monaten einen Job beim Amt für interstellare Angelegenheiten. Wie gefällt es dir hier? Ich liebe es. Ich finde, New Atlantis ist der schönste Ort in den ganzen besiedelten Systemen. Hier in der Stadt gibt es unheimlich viele Bäume. Was ist das Amt für interstellare Angelegenheiten? Das ist eine Abteilung des MEST. Wir kümmern uns um die Beziehungen zwischen den UC und dem Collective. Wir müssen unter anderem dafür sorgen, dass der Sperrvertrag eingehalten wird. Niemand will noch einen Krieg. Hoffentlich lebst du dich gut ein. Danke. Bis bald mal vielleicht. Ja, bis bald. Ja, ich dachte, das wäre wieder vielleicht jemanden zum Rekrutieren. So, dann gehen wir mal zu diesem ominösen Unterdeck. Ja, ist cool mit den Nachrichten hier zwischendrin. Also, bietet schon alleine New Atlantis so viel, ne? Ich muss sagen, die Stadt finde ich gar nicht so übermäßig groß und ausufernd. Es ist noch relativ überschaubar. Auch Aquila ist Aquila City. Schön gemacht eigentlich. Nicht zu groß. Wenn man da recht entspannt mal durchläuft, sich mal alles anguckt, kommt man auch ganz gut zurecht. So, jetzt bin ich aber gespannt. Aha. Gibt's doch noch mehr hier unten. Ah! Oh! Ha! Guck an. Ja, cool. Dann wissen wir ja jetzt, wo wir beim nächsten Mal weitermachen, und zwar im Unterdeck. Das war's für heute. Ich bedanke mich bei euch, wünsche euch noch einen schönen Tag und haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.